Heute begrüßen wir euch hier von dem wunderschönen Rathausturm mit seinem traumhaften Blick auf die Altstadt zu Rodenburg. Unser Thema ist heute das Judentum zu Rodenburg mit seiner großartigen Geschichte. Mit den großartigen Momenten, aber leider auch mit den traurigen. Und von ihr aus sehen wir auch sehr gut, wo der erste Siedlungsplatz, das erste jüdische Viertel war, nach der Gründung der Gemeinde etwa ab 1180. Und es lag nicht etwa hier unten im unteren Bereich der Stadt, wo wie in vielen anderen Städten Abwässer durch das Viertel geflossen sind. Nein, in Rodenburg liegt das erste jüdische Viertel direkt auf der anderen Seite oberhalb des Marktplatzes an einem sehr privilegierten Ort, wo wir auch die sehr privilegierte Stellung der jüdischen Gemeinde zu Rodenburg ablesen können. Ja, wir haben soeben den Marktplatz überquert, sind durch das erste jüdische Viertel gegangen und stehen jetzt hier am sogenannten Judentanzhaus und im Rabbi Meir ben Baruch Gärtchen. Und an dieser Stelle haben wir diese beiden Dinge, das großartige Judentum in Rodenburg mit seinen absoluten Höhepunkten um Rabbi Meir ben Baruch von Rodenburg, der hier von 1240 bis 1280 lehrte. Anne, 500 Juden lebten hier, 10% der Stadtbevölkerung in dieser Zeit. Es gibt auch hier jüdische Grabsteine, die hier zu sehen sind in diesem Mäuerchen von dem Friedhof. Und es gibt aber auch an dieser Stelle diese Erinnerungstafel, die uns an die Vertreibung und Demütigung der Juden in der Zeit des Nationalsozialismus zeigt und erinnern soll. Wie wir eingangs schon sagten, große Zeiten, großartige Zeiten zwischen den Juden und Christen in dieser Zeit, die durch das Judentum mitblühte, diese Stadt. Aber dann natürlich auch dann diese dunklen Zeiten. Diese Erinnerungstafel soll gedenken an unsere jüdischen Bürger, die in der Zeit des Nationalsozialismus Schreckliches auch hier in dieser Stadt erfahren haben, vertrieben und deportiert und viele von ihnen auch ermordet wurden. Dunkle und helle Zeiten, beides finden wir an vielen Plätzen dieser Stadt. Die großartige Geschichte des Judentums in Rodenburg, die eng mit der Geschichte der Stadt verbunden ist. Ich sitze jetzt hier auf einem Bänkchen in der berühmten Judengasse zu Rodenburg ob der Taube, vor einem dieser wunderschön sanierten Häuser in einer sehr historischen Gasse, die ab 1370 entstanden ist, im Zuge der Stadterweiterung, als die Stadtmauer eingelegt wurde an dieser Stelle, als der alte Stadtgraben bebaut wurde. Hier zu sitzen zeigt auch, dass hier sehr viel Leben stattfindet, jetzt in der modernen Welt, aber auch schon vor 600 Jahren, als Juden und Christen hier zusammenlebten und arbeiteten. Und das zeigt uns wieder die enge Verknüpfung zwischen dem jüdischen und christlichen Leben in der Stadt Rodenburg ob der Tauber.
Von der Stadtgründung an, von Anfang an der Geschichte der Stadt Rothenburg, spielte die jüdische Gemeinde eine ganz bedeutende Rolle in der Entwicklung der Stadt, die diese Größe und Bedeutung auch ohne die jüdischen Bewohner überhaupt nicht erreicht hätte. Das war schon um Rabbi Meir ben Baruch von Rothenburg so, mit den vielen Fernhändlern, mit den zahlreichen Entwicklungen von Prag nach Speyer. Aber auch hier in der Judengasse, die zweite jüdische Gemeinde, trug einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung der Stadt bei, insbesondere deshalb, weil sie einen großen Teil der Reichssteuern an den Kaiser richten musste. Bis zur Vertreibung 1520 fand hier jüdisch-christliches Leben statt. Vertreibung, Ansiedlung, Blüte, Zerstörung. In diesem Rhythmus geht die Geschichte, wie sie auch in ganz Mitteleuropa war, auch sehr stark durch Rothenburg. Unser Weg führte uns jetzt von der Judengasse hier ins Rothenburg-Museum, die über eine wunderbare Judaika verfügt. Und gleich am Eingang sehen wir eine Mikwe, ein jüdisches Ritualbad, ein Modell, das im Augenblick auch in der Judengasse 10 in diesem Haus saniert wird und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das ist das Glück der Stadt Rothenburg, dass die Stiftung Kulturerbe Bayern sich dieses Projektes angenommen hat und ein einmaliges Zeugnis jüdischen Glaubens des Mittelalters kann der Öffentlichkeit gezeigt werden und ein Teil der jüdischen Geschichte lebendig gemacht werden. Zu den Zeugnissen jüdischen Lebens des Mittelalters in Rothenburg gehören die Grabsteine des mittelalterlichen Friedhofs. Was wir hier sehen können, wenn man diese Texte übersetzt, das erzählt uns schon viel über die Menschen, die in Rothenburg gelebt haben. Aber es gibt auch eine Inschrifttafel, die uns etwas anderes erzählt. Es ist nämlich der Pogromstein von 1298. Und wir können hier ein Relikt noch sehen, das wir gleich im Burggarten rekonstruiert und übersetzt uns ansehen werden. Nach dem Besuch des Rothenburg-Museums im ehemaligen Dominikanerinnenkloster sind wir hier hinübergelaufen zum Burggarten. Das ist das alte Areal, wo die Staufer ab 1140 eine mächtige Reichsburg errichtet haben. Und das ist auch die Zeit, wo die Staufer-Familie in ihren Städten jüdische Gemeinde ansiedelt. Fernhändler sind es zunächst, die Gemeinde wächst groß, wir haben es gesehen. Aber diese Gemeinde, die hat ein trauriges, schreckliches Ende. Und die Geschichte davon wird in diesem Pogromstein erzählt, den wir vorhin schon im Original im Museum noch gesehen haben. Und es heißt hier mit bitterer Seele eine bittere Klage. Es waren die 1298er Pogrome in Franken, wo über 5000 Juden ermordet werden. Auch hier in Rothenburg etwa 460, also 10% der Bevölkerung damals, ein schreckliches Ende findet. Der Stein erzählt uns auf sehr bewegende Art und Weise, in der deutschen Übersetzung auch zu spüren, dieses Leid, das hier empfunden wurde, nachdem diese Gemeinde hier ermordet und verbrannt wurde. Und dieser Pogromstein, der hier steht, steht an der richtigen Stelle, denn hier schützten sich die Juden in der Burg, sie konnten aber nicht geschützt werden. Und die Staufer waren es, die diese Gebäude errichtet haben, die auch dafür viel getan haben, dass in Rothenburg so ein Judentum erblüht ist. Ja, wir haben den Burggarten verlassen mit dem Pogromstein, mit dem Gedenkstein und sind jetzt an der Herrengasse, in der Herrengasse 21. Und das war ab 1888 das Bethaus, die Rabbinerwohnung sozusagen, das Zentrum der neuzeitlichen jüdischen Gemeinde, die leider auch wie im ganzen Nationalsozialistischen Reich 1938 hier schreckliches erfahren musste. Und es endete wirklich hier die jüdische Geschichte dieser Stadt. Wir haben in den letzten Jahren viel Erinnerungskultur geschaffen. Die jüdische Kulturwoche im Oktober jedes Jahr. Dann auch die Stolpersteine, die erinnern an Einwohner in den Häusern, die Geschichte von Menschen lebendig machen und eine große Literatur, die wir mittlerweile haben,
zur Geschichte der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde in Rothenburg. Ein kleiner Rundgang, jüdisches Rothenburg ob der Tauber, kann man zum Beispiel im Rothenburg-Museum erwerben oder vom Bezirk Mittelfranken ein Kompendium, die Geschichte und Kultur der Juden in Rothenburg ob der Tauber. Zahlreiche Gäste interessieren sich ja aus ganz Deutschland mittlerweile über die jüdische Geschichte, informieren sich bei den Sonderführungen, aber auch jüdische Gäste weltweit kommen her und sind erstaunt und freuen sich darüber, wie viele Erinnerungsorte wir hier haben und wie wir das jüdische Erbe in Rothenburg hochhalten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.